Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ja, ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet hier zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Und zwar schauen wir uns heute die alte Waldbahn 1.1 an von Phasus. Ja, der ein oder andere fragt sich jetzt so ein bisschen, wieso alte Waldbahn, Phasus? Ja, ursprünglich war das ja Ganze hier mal meine Karte gewesen. Ich habe sie aber praktisch weiter vererbt an den Phasus. Phasus hat sich bereit erklärt, diese Karte hier weiterzubauen. Und ja, was er heute geschafft hat, wollen wir uns jetzt halt mal anschauen. Denn diese Karte ist schon seit einigen Tagen im Steam Workshop online. Diese könnt ihr euch natürlich sehr gerne mal anschauen. Und ich bin gespannt, was er so aus meiner alten Wartbahn hier so gezaubert hat mittlerweile. Von daher würde ich sagen, wir fahren das Ganze hier mal wieder mit einem sehr, sehr alten Modell, BKVT von Iceris. Und ja, von hier muss ich ganz ehrlich sagen, hat sich nichts verändert. Das ist Forsthausen Stadt hier und fahren jetzt Richtung Plauen. So, von daher würde ich sagen, schließen wir die Türen, ab geht er. Und ja, war mal gespannt. Wie war das hier? Heieiei. Los geht's. Ja, der Phasus wird sich auch weiterhin um die Karte kümmern. Ursprünglich war nochmal angedacht gewesen, dass ich sie vielleicht doch nochmal weiterbaue. Durch mein neues Projekt allerdings wird mir dafür die Zeit einfach fehlen. Von daher, also hoffen wir natürlich, dass der Phasus hier weiterbaut. Er hat natürlich schon tolle, tolle Ideen. Ne? Sind wir mal gespannt, wie er die denn irgendwann mal umsetzen kann. Ui, ein bisschen vorbeigeschossen hier, war doch ein bisschen steil oder geht ein bisschen bergab und dafür musst du natürlich noch ein bisschen doller bremsen. So, alles einsteigen bitte. Ich finde diese Straßenbahn immer noch toll. Schade, dass es hier kein Update mehr gab. Somit ist sie halt nicht für den Multiplayer tauglich. Und man muss halt, wenn man diese Straßenbahn tatsächlich heute immer noch benutzen möchte, könnt ihr natürlich runterladen im Steam Workshop. Und müsst ihr allerdings darauf achten, dass ihr die Straßenbahn soweit schon aufgegleist platziert. Ja, das bedeutet also, sie muss komplett startbereit schon sein. Ihr könnt also die Straßenbahn nicht von Hand aufrüsten. Das finde ich sehr schade, dass das Ganze hier so ein bisschen so in Vergessenheit geraten ist. Vielleicht meldet sich der Modder ja dann nochmal so ein bisschen zurück und fixt das Ganze noch irgendwann mal. Ich fand es halt bloß ein bisschen sehr, sehr schade. Also, weil es ist eine richtig, richtig tolle Straßenbahn geworden. Thank you.
So, Grenzstation. Und hier hatte ich gedacht, kann man irgendwie weiterbauen, dass man dann in einer anderen Richtung dann einfach weiterbaut. Ich glaube, das würde ziemlich cool kommen. Dass praktisch so ein Anschluss an eine normalen Straßenbahn oder hier irgendwie was ist hier an der Grenzstation. Die hier, die alte Waldbahn, die fährt dann hier weiterhin, ja, so von A nach B und wieder von B nach C und so. Und dann auf dem anderen Gleis zum Beispiel fährt dann so eine reguläre Straßenbahn, die dann halt wirklich diese Stadt irgendwie anfährt oder sowas. Na, das wäre eigentlich eine coole Idee. So, Türe auf. Und dann schauen wir mal. Ja, das ist natürlich hier zum Strand, ne? Oder Mörchinger See ist das. Ah, okay. So hatte ich die genannt. Und da hinten, da geht es dann eigentlich schon mit dem regulären Update weiter. Das ist jetzt hier alles noch alter Content, den man bereits schon kennt. So, hier die Gehwegplatten, die habe ich nicht gemacht, oder? Nee. Oh. Da schwebt's doch in der Luft. Also die Wege habe ich definitiv nicht platziert. Also würde ich mich fast daran erinnern. Aber hier sehen wir es richtig schön hier. Weiß gar nicht, wer die platziert jetzt hat. Aber hier schwebt's doch in der Luft hier. Fliegende Balken. Aber auch, oder? Hier hinten? Ja, hier schwebt so alles. Aber das habe ich platziert hier. Das habe ich dann wohl schon falsch gemacht hier. Also hier schwebt eigentlich alles in der Luft. Da müsste man der Phase dann das Ganze nochmal ein bisschen fixen. Ja, damit das auch seine Richtigkeit hat. Schön, dass die Karte immer noch existiert. Finde ich sehr, sehr schön. Finde ich sehr, sehr schön. So. Das ist, wie gesagt, immer noch. Außer, wie gesagt, die Gehwege, die ich da. Also, die hier. Das war ich definitiv nicht. Das muss der Phasus da gemacht haben.
So musst du mal gerade mal wohin. Wenn der Postmann zweimal klingelt, weißt du doch. Wenn der Postmann zweimal klingelt. So. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Sehr schön. Dann machen wir die Türe auf hier. Und dann können wir mal gucken, was er bis jetzt hier so gezaubert hat. Also das ist nichts Neues. Hier sind die Häuser neu. Kleiner Spielplatz hier hinten. Schön mit Sand und sowas, Buddelkiste. Aber auch hier schweben die Häuser so ein bisschen in der Luft. Also da müsste der Phase auch nochmal ein bisschen nachbessern, dass sie ein bisschen tiefer hängen. Betriebshof. Der sich meiner Meinung nach auch nicht verändert hat. Wir haben einen Edeka. Und damit haben wir dann auch schon unsere Endhaltestelle hier erreicht. Ja, hier hinten natürlich, hier ist einiges passiert, ne? Also das sieht man schon, das sah bei mir damals nicht so aus. Parkplatz mit Aldi und Lidl. Zwei Lidls in der Zone, so knapp daneben. Naja, ist eine Kette. Hier habe ich gleich wieder gesehen, hier schweben die Obststände hier in der Luft. Also auch da müsste nochmal ein bisschen gefixt werden. Hier Einbahnstraßenschild, hier schöner Parkplatz. Ja, das macht doch schon einiges her wieder. Aldi-Werbung. Achso, sogar mit Schranke richtig hier und alles sowas, ja. Aber warum? Kommt's ja doch dann hier auf der anderen Seite doch dann wieder. Okay, ich verstehe. Ja, sonst schicke Wohnhäuser auf jeden Fall hier hin. Und hier haben wir natürlich noch das Rathaus. Hier hinten, das ist versetzt worden, das ist weiter hinten jetzt, so wie es ausschaut. Wie gesagt, jetzt haben wir hier eine Kirche, hier noch eine alte Waldhütte haben wir. Ja, also das ist auf jeden Fall das Update von der alten Waldbahn. Bin mal gespannt, wo die Reise hingeht mit der alten Waldbahn, ob der Phasus da auf jeden Fall noch weiter baut oder ob das hier auch schon soweit jetzt eine finale Fassung ist. Also soweit war sie ja fertig gewesen, ne? Die alte Waldbahn. Da waren nur noch ein paar kleinere Sachen, die man hätte machen müssen eventuell. Aber so im Großen und Ganzen war sie ja halt einfach fertig. Und Phasus, der wollte da noch ein bisschen was dranhängen. Normalerweise sind alle Türen offen. Ja? Also man könnte ja hier, wie gesagt, im Plauen hier einfach weiterbauen, ne? Dass hier eine etwas größere Stadt halt praktisch hier entsteht, ne? Das vielleicht dann immer so ein bisschen abwechselnd macht, dass dann halt immer noch ein zweites Gleis ist zum Ausweichen der anderen Straßenbahn zum Beispiel, die entgegenkommt oder. Da kann man hier auf jeden Fall noch einiges halt herzaubern, aber so an sich, auch jetzt muss man wieder sagen, die Strecke ist eigentlich fertig. Ja, also man braucht natürlich ein Fahrzeug, was in zwei Richtungen geht, ne? Also ohne geht nicht. Weil jetzt hätten wir das Problem, dass wir jetzt hier zum Beispiel in einer Straßenbahn sitzen müssen. Dadurch, dass wir aber den BKVT haben, können wir uns jetzt ganz gemütlich jetzt hier hinten ins andere Cockpit setzen und da weiterfahren halt. Also das ist halt eine relativ coole Sache. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann wisst ihr ja, was los ist. Ne? Lasst einen Daumen da, schreibt es in die Kommentare. Gefällt euch so das Update,
der Version 1.1 von der alten Waldbahn mehr als das Original, denn wie gesagt, nutzt da die Kommentarfunktion, schreibt es rein. Der Phasis macht auf jeden Fall gute Arbeit und bin mal gespannt, was in Zukunft mit der alten Waldbahn noch so alles passiert. Von daher bedanke ich mich natürlich, dass ihr wieder dabei wart, verabschiede mich, sage danke fürs Zuschauen, ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss!